Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Brohl, ich bin Jahrgang 1928. Wir sind 56 geflüchtet nach der Haussuchung hier im Osten. In Westdeutschland haben wir dann geheiratet, habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann 33 Jahre eine Firma durchgezogen. Wir haben seit 10 Jahren hier in Dresden ein Vollwertkostrestaurant und das beste Beispiel sind wir mit unserem hohen Alter und sind dankbar, dass wir das kennengelernt haben. Inzwischen kamen die Leute hier aus ganz Deutschland, aus Berlin, aus Hamburg. Die Fernsehleute waren 10-mal hier. Es hängt damit zusammen, wir verwenden keine normalen Medikamente aus der chemischen Industrie, sondern ich verwende nur Schrofatin. Vor mehreren Jahren musste ich morgens, wo ich aufgewacht bin, durch den Mund atmen, das hört nicht auf, habe ich 112 angerufen, da ging es ins Krankenhaus mit Blaulicht, Notarzt und Krankenwagen und dann sollte ich verlegt werden ins Herzzentrum der Herzoperation. Bereits im Krankenhaus bekam ich Informationen über Schrofatin, deswegen habe ich die Operation abgelehnt. Schrofatin wird aus einer Pflanze aus Afrika gewonnen. Das hat ein Forscher mal zufällig entdeckt, der brachte Samen mit nach Hause, hatte die in seine Tasche rein mit der Zahnbürste und als er die Zähne geputzt hat, hat er gemerkt, dass es im Herzen besser geht. Schrofatin hat die besondere Wirkung, das entsäuert den Körper. Hilft auch bei Demenz, also ein ganz wunderbares Mittel. Schrofatin ist schwer erhältlich. Es gibt, wie gesagt, Ärzte, die Schrofatin-Rezepte rausschreiben. Das kann man sich im Internet ansehen. Es gibt auch Apotheken, die Schrofatin selber herstellen. Und ich beziehe meine Tabletten aus Aulendorf. Mein Arzt, Dr. Löscher, verschreibt mir das. Es ist nach wie vor verschreibungspflichtig, obwohl es offiziell nicht hergestellt wird. Und ich beziehe es aus Aulendorf und bezahle das selber. Ich habe so einen Antrag gestellt an der Kasse, dass sie mir das übernehmen, nachdem ich ja keine anderen Medikamente, die von der Kasse bezahlt werden, überhaupt verwende. Es sterben in Deutschland ca. 15.000 Menschen im Jahr an Herzinfarkt, weil ihnen das Mittel Schrofatin vorenthalten wird. Das ist ein Skandal, aber da sind halt wirtschaftliche Interessen dahinter. Deswegen ist das schwierig, in dieser Richtung überhaupt Erkenntnisse zu bekommen. Wenn Sie meinen Beitrag gehört haben, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie sich dafür interessieren, sich selber weiter informieren im Internet. Mir geht es gut, ich habe keine Probleme mehr mit dem Herzen, nehme allerdings jeden Tag 3 Kapseln Schrofatin, deswegen sind das hier leere Packungen davon. Und ja, Sie können ein glückliches, gesundes Leben haben, wenn Sie weiter in diese Richtung sich orientieren. Das ist bei mir der Fall. Meine Frau und ich, wir sind jetzt über 90 Jahre, beide zusammen. Und uns geht's gut. Wir können nicht klagen. Also wir können das nur empfehlen. Danke fürs Zuhören. Alle Gastgeber unter www.topfgucker-tv.de